Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht weiter mit Going Medieval. Ich bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich danke im Voraus für alle Likes und Kommentare und die Abos. Und vielleicht haben wir sogar zu diesem Zeitpunkt die 1000 Abonnenten schon geknackt. Und ich werde euch im nächsten Video dann, wenn wir es geschafft haben sollten, bekannt geben, was ich zu tun habe bzw. machen werde. Und jetzt gehen wir weiter rein. Es ist ein Händler aufgetaucht. Und ich hoffe, er hat einen Hund oder so dabei oder irgendwas Cooles, was uns was bringen könnte. Oh, wir haben jetzt einen Bogen. Das wäre gut für Ettleston. Ettleston hat nämlich sehr gute Bogenfähigkeiten. Rübensamen klingt ganz gut. Da würde ich alle 7 tatsächlich nehmen. Ja, ne, er hat jetzt echt viel dabei. Die 3 Apfelkuchen nehmen wir mit. Wir verkaufen ihm dafür den Dolch und das Palichon, oder wie man auch immer das nennt. Den Flegel kriegt er auch. Das Haumesser. Hohlsamen Kräuter. Langschwert. Nee, das ist zu viel. Wenn wir das so machen und er kriegt das Langschwert dafür. Wo ist es denn jetzt? Langschwert. Ah, wir machen einen kleinen Verlust dann. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Gereifter Edelwein. Und 9-mal Gerste. Okay, die Gerste ist wichtig, die nehmen wir mit. Dafür machen wir dann doch wieder so. Jetzt sind wir wieder anders. Den Knüppel noch. Sommerkleidung solide. So, er nimmt das nicht an. Dann nimm noch ein bisschen Talg mit. So. Annehmen. Jo. Danke für Ihr Vertrauen. Wären Sie uns bald wieder. Ja, also ich habe auch das Dachproblem gelöst. Für alle, die sehen wollen. Also, ich habe hier einfach die Wand erweitert. Und auf jede Seite kommt jetzt einfach ein Balken. Und hier unten habe ich jetzt auch mal vorgesorgt noch mit Balken. Aber theoretisch dürfte das eigentlich nicht schief gehen, dass ich jetzt die entferne. Weil 1, 2, 3, 4 und ja, also eigentlich dürfte dann tatsächlich nichts passieren. Ansonsten muss ich halt wieder was Neues einziehen und dann sehen wir es ja. So. Ja, auf jeden Fall in der letzten Folge, wir wurden ja einfach mal hart weggekämpft, bekämpft. Und haben den richtig ordentlich einen eingeschenkt. Warum schläft Clemens hier? Habt ihr immer noch nicht, die bauen die Betten nicht fertig. Die machen mich fertig. Der eine schläft im Keller, der eine im Lager. Das ist ja grausam. Leute, die machen mich fertig. Hauptsache, sie bauen alle anderen Sachen. Oh Mann. Ganz vergessen die Musik, das ist ja schlimm. Holzwaffen. Holzwaffe, na, dann könnten wir Bögen machen. Das wäre auch noch wichtig. Jetzt mal gucken. Also wir lassen jetzt erstmal wieder auf 3 laufen und dann mal gucken. Und wie gesagt, die ganzen Going Medieval Folgen die Woche, beziehungsweise immer dann, wenn ich mit Stefan, also mit Homer, Medieval oder Medieval Dynasty aufgenommen haben, kommen die Going Medieval Folgen immer am 17 Uhr dann an den Tagen. Und ansonsten, solange wie ich dazukomme und Lust habe, kommen die Folgen täglich. Und ich habe bis jetzt immer noch sehr viel Lust, das macht mir sehr viel Laune. Es wird so krass angenommen, es macht einfach richtig Spaß zuzuschauen, wie ihr die Videos enjoyt und wie immer mehr Kommentare entstehen und immer mehr Leute mit dem Kanal interagieren. Das ist echt schön. Ich muss einfach vielen lieben Dank sagen.
Es macht so richtig, also noch mehr Laune wie sonst. So. Muss man auch mal ein großes Lob an euch aussprechen, weil an euch liegt es ja nur. So. Also in dem Fall hat das funktioniert, wie ich es gern hätte. Genau. Da kommt dann noch Boden rein. Und dann richten wir jetzt hier nämlich natürlich gleich mal nebenher ein. Und dafür brauchen wir dann wieder Holz. Dann würde ich nicht sagen, würde das nämlich so sein. Die Schlachtbank. Dann die Fermentierung. Immer mit ein bisschen Platz dazwischen. Das Räucherhaus. Für das Räucherhaus habe ich eine andere Idee. Wir haben ja hier die Bäume angepflanzt. Doch, da habe ich eine andere Idee tatsächlich. Und ich zeige euch sogar welche. Also, ich hätte dann mir gedacht, hier macht man nämlich noch so einen Vorplatz dann hin, wo man dann die Räuchersachen hinmacht. Also, dann kommt hier eine Tür rein. Dann nochmal 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Beziehungsweise, nee, wir machen es 4. So, und das weg. Dann ist nämlich das eine Säule. Das hätte ich gerne so angerundet. So, ne? Das hätte ich gerne auch abgerundet. Und das auch. So, das sieht bestimmt cool aus. Und dann kommt hier nämlich... Genau, das war jetzt das, was ich noch wollte. Balken. Balken. Balk. Beziehungsweise, Moment, weil ich könnte doch... so oder so, okay. Auch da nochmal ein Balken. Leiche eines Feindes auf dem Lagerplatz zu Knochen geworden, okay. Wo habe ich die Tür jetzt hingemacht? Da daneben, okay, gut. Ja, dann wird hier so der Räucherplatz, da kommt dann auch, tatsächlich würde ich da Kalksteinboden hinmachen. Damit, wenn da irgendwas steht, dass das nicht verrottet. Sie haben das Dach immer noch nicht fertig gebaut. Achso, ja. Für, ja, okay. Holz. Holz, 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 Holz. Wir haben viel zu tun. Und wenn man viel zu tun hat, macht das einfach... Nee, die Bäume, die können wir noch nicht anders dämlich. So, das. Das da weg. Der weg. Den da auch. Da stehen auch noch Bäume. Den da vorne können wir auch noch wegmachen. Na. Den da. Den auch. Den da. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es macht einfach richtig Laune. Du hast die ganze Zeit was zu tun und die Interaktion mit euch dann danach in den Kommentaren und so macht einfach Laune oder einfach die ganze allgemeine Interaktion mit euch macht richtig Laune. Dadurch machen die Videos mehr Spaß und sie haben immer noch nicht die Betten gebaut und es ist Winter. Mist. Der Winter hielt Flake in seinem eisigen Griff und so versammelten sich die Siedler an langen, dunklen Abenden um das Feuer. Sie mussten sich in warme Kleidung hüllen und ihre Kammern heizen, um die Kälte zu besiegen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. 7 Grad, 5,1. Tatsächlich wäre es, glaube ich, doch jetzt sinnvoll, wenn man die Fenster zumachen würde, oder? Ich frage für ein Schulprojekt, aber... Zumindest bei den Schlafzimmern. So, wie ist denn das jetzt eigentlich? Hier haben wir den... Ach, unten haben die auch noch nicht fertig. 9 Grad. Vielleicht wäre es tatsächlich auch sinnvoll, wenn wir wirklich sagen würden, also nicht Scheiterhaufen für Wärme, sondern dass wir nochmal Steinfeuerbehälter... Ziegelsteinfeuerbehälter. Ja, die könnte man eigentlich schon machen, ne?
So, da noch mal einen hin. Dann, machen wir hier noch mal einen hin. Da. Genau. So, sieht doch... So. So wird da ein Schuh draus. Jetzt sieht das bestimmt gleich richtig klasse aus. So. Dann kommt nämlich das da hin. So. Das wird bestimmt richtig gut. Genau, also dann haben wir da Schlachtfeld, ja genau, Schlachtanlage, fermentieren, die Räucherhäuschen machen wir dann da zwei Stück hin und dann, mehr haben wir ja noch gar nicht, ne? Ne, mehr haben wir noch nicht. Was noch eine schlaue Idee wäre, fällt mir gerade so ein, wäre wahrscheinlich... Wenn wir hier so Stabfallen reinmachen würden, nicht genügend erlaubte Ressource. Die Frage ist was? Holz oder Kalkstein? Gut, es wird auf jeden Fall hier Holz gemacht. Von der Kälte her beschweren sie sich noch gar nicht. Kälteeinbruch. Ich hab's gejinxt, oder? Starker Frost macht den Boden stahlhart und vernichtet angebaute Pflanzen. Bäume spalten sich, Vögel erfroren und Flüsse vereisten. Für die Siedler war es lebenswichtig, sich warm anzuziehen und die Schlafräume von Flake zu heizen, um den tödlichen Kuss der Kälte zu entrinnen. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Minus 2,5 Grad. Wir haben jetzt hier drin 0,9. Das ist nicht viel. Minus 2. Ich dachte tatsächlich immer, Fenster sind was Cooles. Aber irgendwie ja nicht. Ne? Was ist damit? Diese Struktur kann nicht verwendet werden, da sie sich in einer ungeeigneten Umgebung befindet. Okay, dann weg. 1, 2, 3. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde ja reichen, wenn jetzt mal irgendjemand die Sachen baut. Dorfbewohner leiden unter Kälte. Ja, es hat aber auch niemand gesagt, du musst jetzt schwimmen gehen, ne? Ja, so krasse Sachen haben wir halt nicht. Also so Klamotten haben wir halt nicht, ne? Ist minus... Ist minus 16? Minus 16, minus 16... 16, 16. Wir haben minus 12 draußen. Hauptsache rumgelassen, ne? Schlimm. Und es ist schon wieder Nacht und... Oh. Ich krieg den Vogel, Alter. Edda. Wo ist sie jetzt? Bau dieses Bett. Ach so. Baue dieses Bett. Nee, echt, also das... Ah, das ist so dämlich, sorry. Oder wie seht ihr das? Es sind jetzt seit 4 Tagen... sage ich, sind die Betten angegeben, dass sie die bauen sollen. Werden sie gebaut? Nein. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Mein Gott, echt. So, dann machst du jetzt den Boden und dann machen wir jetzt da noch ein Bett rein. Tut mir arg leid, aber irgendeiner muss jetzt leiden für alle. Also, nee. Ah. Dann brauchst du eigentlich auch schon gar nicht mehr schlafen, ey, da. Ist ein Bett frei und sie pennt halt einfach auf dem Boden. Ah, Mensch. N. Ist mir
kackegal, Edda. Bau dieses Bett. Dorfbewohner leiden unter Kälte. Minus 12 Grad, minus 2,5 Grad. Das ist schon krass, ne? Okay, da geht's auch vorwärts. Dann werden, da fehlen noch zwei Dächer und dann ist das auch fertig. Das ist gut. Jemine, das genau, schmelzen. Genau, schmelzen brauchen wir jetzt. Weil wir brauchen Eisenbarren. Dieser Ort, in dem man Metallerz. Genau, eine Schmelze brauchen wir. Dass wir danach Dings können. Ach, das kannst du auch noch aussuchen, ob die aus Lehm ist. Dieser Ort, dies ist der Ort, an dem Metallerz gebracht und Barren daraus verarbeitet werden. Diese, okay, es ist vollkommen egal, ob du die jetzt halt aus Stein willst oder aus. Okay, ja, dann. Ja. Was? Nee. Dahin. Kommt auch dahin. Da ist noch ein Fenster, wo zu muss. Das Fenster muss auch noch zu. Das Fenster auch. Spätestens jetzt frage ich mich tatsächlich, ob es schlau wäre, wenn wir in Lehm gebaut hätten. Was meint ihr? Wäre das schlauer gewesen? Hätte das viel gebracht? Frag mich auch, warum einfach keiner diese Böden bauen will. Genau. Hier, für immer. Bis folgendes erreicht ist. So. Das haben wir auch. Hier, Menge, bis folgendes erreicht ist. Menge, bis folgendes erreicht ist. Gut. Dann werden wir das auch noch verlagern. Erstmal auch hier rein. Ist zwar, ja, weiß ich nicht. Nee. Endlich wird hier mal gebaut. Wie viel Grad sind es jetzt hier? 4,5. Ja, 4,5. Möbel, Steinfelsen, Betten, Regale. Hier oben stehen zwei Stück, 4,3 Grad. Ja gut, da fehlt ja auch noch ein Heizkörper. Jetzt bin ich gespannt. Wenn das Ding fertig ist. 5,5 Grad. 9 Grad. 9,2. 9,5. 7,1. 6,3. 8. Aber eigentlich müsste doch jetzt auch die Wärme von oben. Hier haben wir 10 Grad. Die müsste doch eigentlich auch nach oben steigen. Oder sehe ich das falsch? Ach, fast fertig. Voll cool. Oh ja, jetzt könnte man doch. Genau so. So ist auch schick, oder? Also ich find's cool. So. Drehen. So. So. Drehen. So. Genau. Sieht doch echt gut aus. Okay. Dann, das da weg. Und dann wird. Okay. Ah ne, ist ja nur Erde.
bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Was drüber dann einfach echt wegbricht, also runterbricht? Eigentlich ja schon, ne? Doch, es nimmt echt gut Form an. Finde ich gut. Okay, dann baue ich das jetzt noch voll fertig. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Wiki sagt tschüss und macht's gut.